Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Wir sprechen ein andermal darüber. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann schalt die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle neue Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Es besteht überhaupt kein Zweifel, aber Gefleh. Diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentritt. Wir müssen sofort... Die neunte Armee wird nicht zurückgenommen. Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Das widert mich so an. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit diesen Kräften, mein Führer. Kommt der Beschuss! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist keinen Argumenten zugänglich. Alle erforderlichen Vorkehrungen. Bitte. Melde, der Führer ist tot. Viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Ha ha ha.
sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaff. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Erreicht haben, dafür werden ihm kommende Operationen dankbar sein. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Unfall! Hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Sofort! Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Mitleid ist eine Ursache, immer Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verrat gegen die Natur. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Anders kann man das nicht machen. Ah, Monke, Sie sind da. Es ist mein Wille! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Das ist sie noch immer. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinen. Thank you.
Der war korrupt. Immer schon. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Von allem Anfang an bin ich so verdammt und betrogen worden. Wie bitte? Ich will sofort zum Bericht! Ah, macht doch nichts. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach...